Servus Leute und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem etwas schnuckligeren Paket und zwar einer schönen Haag-Lok mal. Auch unsere erste Lok von Haag. So, schön aus der Schweiz. Und zwar eine RE4. 4. Ja. Eine schöne, ja, oh Gottes Namen, ist das eine alte Verpackung. Heuiuiuiui. Leute, habt ihr sowas? Ja, habt ihr sowas die letzte Zeit noch gesehen? Wahrscheinlich so alte Sammler schon. Aber das als junger Mensch catcht mich gerade. Also, ja. Schön, schönes altes Teil. Eine RE 44 261 der BLS. Genau. Von Haag aus der Schweiz. Mit der Artikelnummer 181 und zwar für Wechselstrom, also AC. Genau. So, wir gehen davon aus, dass dieses Modell um die 1980, 19, die 80er Jahre, also dieses Modell hier entstanden ist. Deshalb. Riecht alt, also riecht noch wie die schönen alten Zeiten. Genau. Hier noch als Zusatzinformation stand hier jetzt halt drauf mit der, Mann, wie heißt's, mit der, ja, die ist auf der Adresse 61 jetzt. So, für das System halt. Mann. Manchmal gerade fehlen mir die Worte. So, wie macht man das jetzt auf? Das klappt man nur so auf. So. Ihr seht es jetzt nur so scheinbar. Für mich schaut dieses Teil aber noch ehrlich gut in Schuss aus. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie bekommt man das jetzt da raus? Ja. Naja, ich muss ja jetzt hier nicht so aufpassen wie bei neueren Modellen der jetzigen Zeit, dass ich da irgendein Plastikteil abbreche. Das ist ja alles hier noch aus feinstem Metall und alles. Oh Mann. Was ich zu diesem Teil hier jetzt sagen kann, ist, dass es verdammt schwer ist. Das ist für ein H0-Modell, so eine schwere Lok hatte ich lang nicht mehr in der Hand. Ehrlich. Da ist so eine SBB-Doppellok von Märklin noch leicht dagegen. So, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, hier ist schon einiges zugerüstet. Hinten, also eigentlich vorne im ersten Führerstand. Weiß gar nicht, wo sieht man eigentlich. Naja, auf jeden Fall hat die Lok nur auf einer Seite eine Kupplung. So. Könnte man aber noch umrüsten. Diese RE44 hat ein Funktionsdecoder zugerüstet bekommen. Ich glaube, es ist zugerüstet. Ja, müsste sein. Und ja, man kann die Kupplung hier natürlich noch wechseln durch so einen Adapter. Es muss nicht bei der Hakenkupplung bleiben. Sorry, jetzt wegen den Lichtverhältnissen. Ist ein bisschen, ja. Tricky hier jetzt gerade ein Unboxing aufzunehmen.
Ja, viel mehr kann ich da eigentlich nicht sagen, außer dass es ein sehr robustes Teil ist, wenn ich hier so ein bisschen, also das geht nicht so schnell kaputt, sowas. Das Wappen ist das hier. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, was das für eine Stadt ist. Aber gut. Kann man mich in den Kommentaren noch berichtigen? So. Wir werden auf jeden Fall einen Adapter dafür kaufen. Also so können wir keine Wagen ziehen oder es macht uns das Leben sehr schwer, mit diesem Haken hier den Wagen zu ziehen. Deshalb werden wir da von Haag uns Adapter bestellen, wenn wir ja, welche kriegen. Und ja, mehr kann man eigentlich zu diesem Schmuckstück nicht sagen. Fahrfilm gibt's demnächst. Mal schauen, ob wir noch warten, bis wir eine bessere Kupplung haben. Oder ob wir einfach, ja. Mal schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann dauert es noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Teil von der BLS. Ne? Genau, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gern ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.